Hello again, my friends. Scheiße, was war das denn für was? Also Leute, ne? Wie ihr seht, ich habe hier eigentlich kaum was gemacht. An unserem Panzerwagen hier und nur ein paar Spiele. Ach ja, bevor ich es vergesse. Der liebe Robin ist auch bei mir an Bord. Freut mich, dass du mich auch mal erwähnst. Jo, hallo. Ja, den hätte ich fast vergessen. Aber nur fast. Ja. Wollen wir mal starten? Lad mich mal einen Zug ein. Jetzt wird's zügig. Heute ist ja der Start der Gamescom. Also heute ist Mittwoch. Ne? Hier der 15. August. Ne? Hier, ne? Könnt ihr schon sehen. Und jetzt nehmen wir so ein paar Gamescom-Aufnahmen. Weil ich da ja leider Gottes bin. Leider Gottes. Los, startest du mal. Danke. Ja. Ich hab nicht geguckt. Wadi. Wadi. Und ich bin sowas von weit unten. Und es geht. Wadi. Warte mal. So, sichern Sie die verbündete Basis. Genau. Und du kannst deinen Leuten was erzählen, denn du hast ein neues Fadenkreuz. Ach ja, ich hab ein neues Fadenkreuz. Hey. Hab ich schon wieder voll vergessen. Ihr seht es schon gerade. Das neue Fadenkreuz. Hat mir Robin empfohlen. Ich benutze es auch. Er benutzt es selber, leider Gottes, hat er mir gesagt. Alter, wie wir einfach nur einen KV-1 als Gegner haben. Ich muss mich da erstmal reinfuchsen. Ich hätte mal ein paar Spiele machen sollen. Und es geht los. Wir müssen verteidigen. Mhm. Safe Base, yo. Ach, genau. Ready-Anzeige. Das ist ja genial. Alter, das ist ja... Alter, wie soll ich dann... okay. Die ist richtig geil. Also wenn du ranzoomst, dann hast du da noch so ein Quadrat. Ja. Ich muss mich da erstmal mit reinfuchsen. Ich fahr jetzt einmal den Rubinchen hinterher. Rubinchen. Ich muss einfach mal schauen, Und wie ich gleich hier instant... sterben will. Okay, kommt alle her. Ich nehme euch alle alleine auseinander. Sag mal, wer schießt hier denn rum? Die SU-76 geht, unsere beiden SU-76 gehen in Position. In Position. Habt ihr verstanden? Okay, das hört sich jetzt echt scheiße an. Okay, alleine will ich jetzt hier auch nicht sein. Ach, soll ich eben vorbeikommen? Nee, es bringt nichts. Leute, wir müssen hier schon mit Englisch, mehreren Leuten sein. Englisch also, oder Deutsch? Oder Polnisch? Warte mal. Nee, es ist kein Polnisch mehr. Oder vielleicht ein bisschen Französisch. Oder ein bisschen Englisch. Ah ja, hab ich schon gesagt. Guten Morgen, Robin. Na, wie geht's Ihnen denn? Ein T1 HT. Nee, mich stört das einfach, dass hier die T28, die T1 HT da in der Base bleibt. Was soll das? Safe Base, yo. Jo, aber nicht so, indem man da mitten auf dem Präsentierteller bleibt. Ja, wieso nicht? So zockt man nicht. Also auf der Map zumindest doch nicht. Also ich bleib jetzt einfach mal hinter diesem Hügel. Ich versuche ja auch gerade den Hügel so extrem geil rückwärts hochzufahren und fahr. So, hier bleibe ich jetzt einfach und warte, bis was kommt. Ja, das kannst du sowas von knicken. Ja. Wo sind die denn alle? Da kommt was vorne, der Locust. Die Locust. Ob die jetzt hier näher kommt, tut. Churchill, fahr mal ran und klär auf. Eigentlich nicht seine Aufgabe, okay. Gut. Wir warten hier. Da ist ein M4. M4 hier, Roger. M4, wo ist mein Bier? Und er schießt auf mich. Ich hab sie nicht mal angekratzt. Ich treff sie nicht mal. Oh, da kam Damage, aber. Ja, aber nicht von mir. Alter, woher denn? Ja komm, geh nach Hause. Ich würde vom Berg weg sein, da schießen die Artis gerne drauf. Ja, war ja nicht die Arti diesmal. Wir bräuchten mal hier Flugunterstützung. Ja, keine Ahnung, Koordinaten gebe ich jetzt einfach mal nicht durch. Doch, F9 bräuchten wir mal Flugunterstützung. Jetzt schießt doch mal einer drauf. Oh ja, sie schießen aber auf mich eher. Nee, ich meinte das, wie sie nicht trifft. Wieso die mich immer als Target nehmen, das ist doof. Wie die nicht treffen, unsere Leute. Ja, die sind...
Er sagt ja, zu mir, geh weg. Sturmgeschütz 3 schießt auf mich, aber ich weiß nicht, wo es ist, ja. Da hinten, da. Ja, da. Alter, oh, und die Adi shot, feuert. Der ging nicht durch. Er ging nicht durch, von so einer Entfernung würde ich aber auch nicht durchgehen wollen. Ja, Robin, das war's mit dir. Ja, Arti. Nee, PC4, Alter. Ja, den letzten Schuss, trotzdem hat mich dreimal eine Arti getroffen. Alter! Haha, nicht getroffen. So, und jetzt fährst du mitten aufs Präsentiert, Alter. Nö, ich wollte nur hier in Deckung gehen. Guck, ja, das ist eine Arti. Wie ich einfach alles ausweichen tue. Wie sie mich einfach nicht alle nicht erwischen. Ja, und gleich BAM. Und da ich mir nicht riesig. Alter, scheiße. Ja. SU5, ne, Arti. SU51 außerdem. Ja, Arti schwuchteln halt. Okay, zurück in die verdammte Garage. Ja, das war jetzt hier Wunderbärchen, Wunderbärchen, ey. Wir sind 6 Minuten in der Aufnahme und haben gleich den ersten Loose. Kennt man nicht auch mal 2 Loose des Tages? Mal doppelte Erfahrung. Ja. Das wäre schon lustig. Ich nehme jetzt einfach mal ganz fett die SU18, Mann. Weil mit der habe ich ein bisschen gespielt habe ich sie nicht, ja. Aber. Gut, wir nehmen jetzt mal was anderes. Bin ich auch der Meinung, nämlich ich nehme die SU18. Gut, let's, dann nehme ich meine Arti. Let's troll together! So, jetzt kommen wir wieder in Matches rein. Nein, ja. Diesmal sieht's richtig geil aus. Ja, super, ich komme wieder in Matches rein, wo du dir denkst. Ich bin die Arti des Todes. Mann, ich habe irgendwie voll geile Laune. Guck mal, wie hoch ich bin für eine Arti. Das ist doch krank, ey. B1 ist unter dir, das ist krass. Ja. Alter, was? Oh, Alter, das ist Arti. Alter. Boah, ich will ja extra hier jetzt. Alter, wo positioniere ich mich jetzt? Ach, da hinten ist was Gutes. Da ist auch noch was Gutes, da fahre ich rein. Hm. Ich habe bei der Arti außerdem, ja, ganz kurz gesagt, den Motor eingebaut, das Funkgerät eingebaut. Die kommt also als Elite raus, wenn wir dann den Dings haben. Alter, wie ich einfach nur 9 Sekunden brauche, bis ich nachgeladen habe. Aber auch nicht viel weniger. Artis brauchen ewig lange zu. 8,82 Sekunden. Um es genau zu sagen. Da kriege ich wieder meine ganze Munition leer. So, Alter, wie sieht denn das aus, das Viech? Mal gucken, bis zum Maximum. Ja, ja, okay. Das sieht ganz lustig aus. Da ist was, aber da komme ich eh nicht hin. Nicht mit der Arti komme ich da nicht hin. Du musst die Seite übernehmen, ich nehme die andere. Du nimmst die näher bei der Flagge. Ich bin auch schon so positioniert. Ja, das ist sehr gut. Unser Wortschatz. Koordination. Ja, genau. Ist total für den Arsch. Nee, ja, weil die 46 durchbricht. Das nervt jetzt total. Ja, wie ein kleiner ELC, ne? Alter, out of range. Alter, wie einfach nur noch durchgebremst wird. Nein! Alter, schöne Sache, schönes Ding mit dem Ring. Da ist noch was. Wo ist hier denn noch was? Da. M2 MT. Gut, die ist down. M2 MT. Ja, die habe ich nicht erwischt. Die ist, Alter, die wir rotzen hier die alle weg, ey, obwohl ich jetzt keinen Kill mache, aber verdammt. Nein, Leopard. Nein, out of range. Nein, voll out of range. Das ist doch scheiße. Hier T34, A20. Wo denn? Da. City. So. Wird das halt mal verdammt. Leute, ihr müsst doch mal aufklären. Warte. Alter, der kommt direkt auf dich zu, Mann. Ich seh's. Dann macht doch wieder kein Schwein was, weißt du? Leute, Art Assist und so. Ja, das war's mit. Ja, der hat mich auch anvisiert. Wenn er stehen bleiben würde. Ja, ich bin down. Ja, bist du auch. Weil Team einfach geil ist. Ja, weg. Das Team ist einfach nur das geilste.
Jetzt treffe ich ihn oder was? Nein! Ne? Assist und so wäre jetzt mal klar. Alter, Leute, seid ihr zu. Ja, jetzt ist es ja nicht mehr dabei oder was? Jetzt muss ich mal hier rüber kolinsen. Hier irgendwo ist ja unser Meister. Masterpiece. Da erwische ich den Spacken nicht. Out of range. Ja, sehr schlaue Aktion. Da haben wir dann wieder. Wo haben wir denn hier wieder? Ja, die T-34. Nein, man, bleib doch jetzt stehen. Einfach mal raufschießen. Unsere anfänglichen Erfolge sind übrigens vorbei. Ja. So, gucken wir uns mal die Art hier von vorne an, ne? Alter. Ich das irgendwie nicht leiden kann, weißt du, wenn du schon so siegesgewiss bist, ne, hast schon über die Hälfte der Gegner weggebracht und dann Stück für Stück sterben deine eigenen Leute. Oh, Leute, ihr seid so doof, Alter. Nur weil ihr so killgeil seid, Alter, verrecken wir jetzt hier. Perfekt, jetzt macht wenigstens die KV1 dann wirklich platt. Wenn ihr schon so killgeil seid. Okay, KV1 killt KV1. Ja. Leider Gottes ist da, ja, da war ja klar, ich out of range. KV1 gegen Leopard und Hetzer. Und unsere Base. Jetzt komm, die T49 killt jetzt hier die zwei Artis. Dann ist die Welt gerettet. Nee, unsere Base wird gerade eingenommen. Ja, das ist kacke. Ja. Es ist Morven-Scheiße. Es ist, ich kann hier raufbolzen, wie ich will. Ich würde nie was treffen. Ja, ich bin ja schon. Und die KV an. Ja, GG, Noob-Team. In dem Falle die Mathilda. Wenn die ruhig stehen bleibt, bash ich die. Wie ich sie nicht treffe. Ja, okay. Leute, wir bräuchten mal Base und so. Anstatt hier zu killgeil zu sein, Base. Mann. Ah, ja, kannst du nicht viel machen. Doch, ich könnte. Ja, gut. Jetzt Base, Base. Ja, jetzt ist eh vorbei. Die Runde wird los. Ja, wird so auch, weil unsere Leute einfach nur killgeil sind. GG. Ja, GG, Ich wollte jetzt einfach nur noch rauf. 53 Erfahrungspunkte. 51. Aber das andere war ein Sieg, der erste Sieg des Tages. Scheiße, ohne Kill, ja. Ja, tatsächlich mit 300 Erfahrung. Ist ja Wunderbärchen hier. Ja. Okay, gut. Full aufrüsten wieder. Auch die liebe Arti soll wieder voll montiert sein. Und dann los. Wann, was wieder, brauchen wir denn jetzt noch an Erfahrung, weil ich ja so faul war? 5400 noch was. Look at the Uhr. Wir machen hier einen kleinen Schnitt. Wir sehen uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ja. Wegen Dings. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ne? Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, Leute. Also, haut rein. Und Robin. Ciao. Haut rein.